Hallo meine Lieben, heute mal wieder ein Video mit Facecam. Als allererstes nochmal ein ganz kurzer Einspieler mit Eigenwerbung, meine Internetseite mit Steineshop und Channeling-Shop sowie Erklärungen über Krafttiere, Naturwesen und Engel findet ihr in der Videobeschreibung und einmal hier unten nochmal eingeblendet. Heute mal ein Video, das mir persönlich sehr wichtig ist. Und zwar, ihr werdet euch wundern, aber ihr könnt es niemals allen Personen recht machen. Ihr könnt es nur einer einzigen Person recht machen, der es überhaupt etwas bedeutet und wichtig ist. Und das seid ihr selber. Solange ihr versucht, anderen Menschen es recht zu machen, so zu sein, wie andere Menschen sich das wünschen, oder euer Handeln aufgrund von Kommentaren, Aspekten oder sonstiges anderer Menschen macht, also aufgrund dieser Art ihr euch überlegt, so und so zu handeln, werdet ihr selber niemals glücklich sein. Ihr könnt dann nur ein Schauspiel spielen, eure Maske aufziehen und versuchen, dass es nicht wieder auffällt, also dass euch die anderen nicht durchschauen, dass ihr anders seid, wie ihr seid. Ebenso wenig müsst ihr darauf hören, wenn jemand sagt, ihr seid zu dick, ihr seid zu dünn, ihr seid zu klein, ihr seid zu groß, ihr seid nicht hübsch genug oder sonst etwas. Der Einzige, dem ihr gefallen müsst, seid ihr selber. Solange ihr keine gesundheitlichen Probleme aufgrund von Übergewicht habt und euch noch selbst im Spiegel ansehen könnt, ist alles in Ordnung. Ihr seid gut, so wie ihr seid, und ihr seid perfekt, so wie ihr seid. Die ganzen Models, Cover, alle Menschen, die für uns perfekt aussehen, die die Medien für uns als perfekt darstellen, sind nur so, damit die Medien euch ihre Produkte verkaufen können. Die Werbung möchte euch beibringen, dass ihr nicht perfekt seid, wie ihr seid. Ihr seid nicht gut genug, nicht hübsch genug, nicht schlank genug, nicht füllig genug, je nachdem, wonach ihr guckt. Und das ist alles andere als richtig. Ihr seid, so wie ihr seid, genau richtig und genau so, wie ihr sein sollt. Also versucht erst gar nicht, einem Traumbild hinterherzurennen, das unglaublich hübsch ist, unglaublich schlank ist, wenn ihr fülliger seid, unglaublich athletisch ist. Nicht jeder Mensch hat die Gene oder die Gaben, so zu sein wie ein anderer, sonst wäre die Welt auch ziemlich langweilig, wenn alle gleich aussähen. Das schon mal vorneweg. Zudem, wenn du abnehmen möchtest, überlege, will ich das für mich, für meine Gesundheit, für meinen Körper, für meine Seele? Oder will ich das, weil andere zu mir sagen, du bist zu dick, du bist nicht hübsch genug, du bist zu füllig, mach mal was, du hast nicht genug Ausdauer, beweg dich mehr oder sonst was. Überlegt es euch, ist es für mich? Dann macht es. Macht ihr es für andere? Dann lasst es. Weil ihr seid immer noch die einzige Person, die euch selber mögen muss und euch selber ein Leben lang ertragen und ausstehen muss. Wenn ihr jetzt von einer Diät zur nächsten hasselt, nur um irgendwie irgendein Idealbild zu erfüllen, aber deswegen nicht mehr glücklich seid, sondern nur noch über die Anerkennung und den Lob von außen euch freut, aber nicht mehr freut, wenn ihr in den Spiegel schaut, dann seid ihr nicht auf dem Weg, der euer Herz euch gerne zeigen würde. Also bevor ihr irgendwas macht, geht in euch hinein, fragt euch, ist es das, was ich möchte? Ist es das, was ich mir vorstelle? Was ich schaffe, was mir Spaß macht, was mich erfüllt? Oder mache ich es nur, um ein Idealbild hinterherzurennen, das mir von Zeitung, Medien, Werbung oder gar von anderen Menschen vorgespielt wird? Ebenso könnt ihr das mit ganz vielen anderen Sachen machen. Ihr müsst nicht die schlauste Person am ganzen... Mädels! Ihr müsst nicht die schlauste Person in der ganzen Schule sein. Ihr müsst keinen Doktor machen. Ihr müsst keinen Arzt werden. Ihr müsst einfach nur ihr selbst sein. Wenn ihr Mittelklasse-Schüler seid, was ist schlimm daran?
Wenn ihr eure Berufung im Bauberuf findet, im Bürojob, in einem 0815-Job, alles in Ordnung. Seid so, wie ihr seid, seid glücklich, akzeptiert euch selbst mit euren Fähigkeiten, mit euren Stärken, Schwächen, Gaben oder auch, was euch gar nicht gelingt. Ihr müsst nicht alles perfekt hinkriegen. Ihr müsst einfach nur euer Leben so leben, wie ihr es wollt und glücklich damit sein. Aber bedenkt eine Sache, eure Freiheit endet dort, wo es in die Freiheit eines anderen Menschen eingreift. Ihr könnt nur für euch selbst entscheiden, nicht für andere Menschen. Also versucht auch nicht auf die Bekehrerschiene zu gehen und anderen Menschen euren Willen aufzuzwingen. Denn dann macht ihr genau das, was die Medien versuchen, mit euch zu machen. Sie möchten euch ihren Willen, dass ihr ihre Produkte kaufen müsst, um perfekt zu sein, aufzwingen. Aber diesen Willen müsst ihr nicht standgeben. Ihr könnt standhaft sein und sagen, nein, ich bin perfekt, wie ich bin. Ich mag mich so, wie ich aussehe und nicht so, wie du es möchtest, dass ich aussehe. In dem Sinne, mein anderes Video, ich hoffe, es hat euch gefallen. Die Katzen sind gerade ein bisschen am Terror machen. Ich wünsche euch eine ruhige und entspannte Zeit. Viel Spaß, bis zum nächsten Mal.